So, Final Fantasy 13. Lightning, Snow, Vanille und Hope. Oh, okay. Kriegen wir die anderen wahrscheinlich später dann, ne? Mit Hope und. Hope sage ich schon. So, dich wechsle ich zu Lightning, weil ich mag Lightning. Wobei Lightning. Lightning muss Anführer sein und. Ja, komm, dann kommt Cloud. Haben wir mal ein paar andere Charaktere. Ich mag das Battle-Team von 13. Ist einfach, hört sich einfach geil an. Ich mochte auch das Kampfsystem von 13. Auch wenn viele sagen, oh, das hat nichts mehr mit Final Fantasy zu tun. Ich fand super das Spiel. Und ich muss sagen, spielt das, worauf ihr Bock habt, kritisiert nicht die Sachen, die andere toll finden. Ende. Wie gesagt, Final Fantasy 16 wird ja auch kritisiert, weil es halt nicht mehr Final Fantasy wirklich ist. Sondern es ist halt wie 15. Aber ich mochte 15 vom Gameplay war es gut gewesen. Nicht optimal. Aber ich mag sowieso so Open Worlds mit zig Zwischenmissionen und so weiter. Da habe ich auch viel mehr Zeit in sowas reingesteckt, anstatt die Story durchzuspielen, weil die Story im Vergleich einfach viel zu wenig war. Na, aber so vom Kampfsystem fand ich super. Hoffe nur, dass es dann halt für 16 halt noch ein bisschen ausgereifter ist, so, ne? Das wären so die Sachen, die ja, die mir wichtig sind. Aber das sehen wir ja, sobald es draußen ist, das Spiel. 4 Monate müssen wir noch warten, über 4 Monate. Collector Card! Lightning! Ich mag das auch, wenn sie, wie sie auf der Bank da sitzt. Auch sehr schön. Und ihre Klinge in der Hand. Ah, schönes Bild. So. Genug geschwärmt. Also, ich mag Lightning vom Charakter her. Mag ich Lightning sehr. Saber's Age, nice. Das ist cool. Saber's Age finde ich cool. Wäre interessant, ob sie diesmal Eden Under Siege auch einpacken. Boah, das Lied feiere ich so übelst. Bin auch gespannt, ob sie Bravely Default auch hier in das Game reinpacken. In Code and Call haben sie das gemacht. Da haben sie, ich glaube, drei, vier Lieder haben sie da reingepackt. Gute Lieder, finde ich.
Ja, ich krieg langsam Hunger. Ich weiß gar nicht, was der Auftrag war überhaupt. Sehe ich immer nur am Schluss. Ja, dreimal S. Nice. Achso, 6 Millionen nur. Oh. Schönes Bild. Ach, warte, da steht ja auch Gedächtniskarte drauf. Ja, sorry. Jetzt kommt das richtige Battle-Theme. Blinded by Light. Mist, komplett verfehlt.
Aber jetzt nicht so gut. Ich weiß, sorry. Hätte besser sein sollen. Collector Cards. Ja, da ist sie! Da! So wie sie da sitzt. Wir gucken uns gleich mal die Collector Cards auch an. Immer diese scheiß Werbung. Desperate Struggle. Und dann kommt Odin. Leider nicht der richtige Odin aus 13. Das wäre cooler gewesen. Ich sag ganz ehrlich, ich freue mich mega auf dieses Game. Wenn es rauskommt. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe eh noch genug andere Spiele zu zocken. Ist. Interessant, dass sie die auch unterschiedlich lang machen. Das ist cool. Ja, Punktzahl nur scheiße. Naja, mein S-Rang. Aber den Odin-Boss haben wir noch nicht besiegt. Scheiße. Naja, wir werden uns da sowieso nochmal alles ranfuchsen, wenn wir wirklich auch bis zur Endstufe leveln können. Weil dann kann man Fähigkeiten lernen und dann haut man noch mehr rein als sonst. Ja, leider war es das schon.